Hallo zusammen, das ist der Woody von Sapori Boards. So, jetzt bei diesem Video würde ich gerne mal zeigen, ich habe wieder ein paar Anfragen gehabt. So etwa mal Leute, die eigentlich ein Paddel bauen wollen. Es hat aber irgendwie noch zu wenig Info von mir drauf gehabt und es waren viele Fragen gewesen. Jetzt muss ich mal schnell noch den Rolling holen. Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Rolling machen vom Paddelblatt ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nicht ungefähr jetzt, ihr müsst einfach die Form nehmen, die euch am besten gefällt und ihr am besten auf dem Wasser zu Gang kommt. Da gibt es sehr viele Theorien. Weiss der Gucker was. Müsst ihr gar nicht, wollt ihr auch gar nicht drauf eingehen. Der Paddel, der euch am besten zusagt, die Form nehmt ihr ab. Da könnt ihr das Paddel anlegen, zack, fahren mit einem wasserfesten Filzstift oder einem Kugelschreiber, Bleistift rundherum. Tönt das nachher ausschneiden, legt das auf ein Stück Holz, wo man zum Beispiel wie das hier, dann jetzt verleimt. Oder das hier, das ist jetzt eine Bestellung. Das passt dann zum Board. Da hat es verschiedene Hölzer. Haben da ein Muster gemacht. Ah, so. Leimen das zusammen. Dicke mache ich da ungefähr Rohmaterial etwa 12 mm oder 10 mm, das langt. Wenn ihr ein lässiges Bambuspaddel oder so unten durch das Paddelblatt, gibt es im Ikea die Schneidbretter, die grossen. Die sind auch noch geil, könnt ihr posten, sind recht günstig und dann schneidet ihr ein Paddel dort raus. Geht auch. Das ist jetzt so ein Tipp von mir. Der Stick, der Paddelstick, den ich immer verleime. Entweder nehme ich Esche, Fichte und in der Mitte mache ich immer irgendeine feine Pinne. Das Mass, Rohmass, ist 35 mm. Auf 32 mm. Und dann tue ich eigentlich das Hobeln. Dann müsst ihr vielleicht in eine Schreinerei gehen. Ihr könnt aber auch vorbeikommen. Wir können euch so einen Wunschstick kann man machen. Die Länge etwa 2,40. 2, ja, je nachdem, wie groß das sind. Und nachher fahre ich einfach, wenn ich es fertig gehobelt habe, das Maß so und so, fahre ich einfach da mit dem Rundungsfräser durch und dann ergibt das die Form. Ich tue das asymmetrisch machen. Ich tue immer, ihr seht, der dickere Teil ist nachher stehend zum Paddelblatt. Also quer zum Paddelblatt ist er dünner wie längs. That's it. Denn da mit einer feinen Sagi den Stick schräg anschneiden. Ich kann euch nicht einmal sagen, wie viel Grad. Das könnt ihr auch schauen bei eurem Paddel, den ihr habt. Mit einem feinen Sägeli. Schauen, dass er winklig abschneidet. Das nachher da drauf leimen. Und ganz wichtig ist, dass er da die Rundung am Paddelblatt auf der Seite, dass er die Kanten schön rund macht, rundum. He? So sieht das aus. Unten lasse ich es meistens ein bisschen dicker. Es mag dann ein bisschen mehr verleiden, so stossmässig. Und was auch ganz wichtig ist, ihr müsst das hier nachher, die Fläche, müsst ihr nachher mit Glasfasernetz, müsst ihr da die beide Seiten mit Glasfasernetz verstärken. Den Zwischenschliff machen, wenn es getrocknet ist. Die ganzen Fieserli. Ich mache es nicht hier über den Rand hier. Ich mache es nur auf der Fläche. Das lange Pfarrig. Dann die Fieserli vom Glasfasernetz abschleifen und um schön rund machen. Und dann noch ein bis zwei Schichten Epoxy drauf. Dann, was auch wichtig ist, ist unten am Paddelblatt, da, der Stick, da wie ein U. Also nicht bis ganz rauf. Einfach da wie ein U, etwa 50 bis 60 cm, dann auch mit Glasfaser verstärken, mit einer Matte.
Ich tue ihn hier drauf. Nachher schleifen. Weil das gibt, wenn ihr auf dem Wasser sind und richtig Zug geht, habt ihr eigentlich Belastung hier im hinteren Teil. Hier im unteren Teil, das sind etwa hier vom Paddelblatt her, also da, wo ihr den Stick aufgeleimt habt. Ja, bis etwa so 50 bis 60 cm da oben. Da ist eigentlich die grösste Belastung hinten am Stick und dort könnt ihr das einfach verstärken, das ist der ganze Gag. Dann, wenn ihr einen letzten Griff machen, ich kann da mal schnell die Rohling zeigen. Verleim hier amix. Wie der Restenhölzli könnt ihr nehmen. Seht ihr, ich habe hier jetzt das so verleimt. Ich habe hier so eine feine Leiste hingeklebt. So. Und da gibt dann einmal so den Rohling. Und irgendwann, wenn es dann geschliffen ist, sieht er so aus. Ja? Ganz einfach. Also da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt noch für den Daumen hier noch etwas rausfeilen auf der Seite. Also da könnt ihr machen, wie ihr wollt. Jetzt den Stick hier drauf bringen auf den Stick. Das ist, könnt ihr entweder hier oben am Griff und hier unten einen Tübel einbauen und dann das Ganze mit Epoxyharz, zack, boom, draufstecken und dann ist das eigentlich schon gut. Wenn man da will, das ein bisschen spezieller machen, die Möglichkeiten haben, da zeige ich euch jetzt gerade mal, das machen wir gerade jetzt mal eins zu eins. So, also. Ich habe für das, habe ich da so einen Kronenbohrer, so eine Steckdose, die gibt es ja auch in allen Grössen, Starrett. Das ist jetzt, der hat jetzt innen durch hat jetzt der 20. So, also, ich mache da mit sehr freie Schnauze, da muss man ein bisschen Gefühl haben, da muss man ein bisschen Erfahrung haben. Dann kann man das freie Schnauze bohren, das ist nicht so das Thema. Schön mittig. Auf dem 2 laufen lassen, dass das richtig schön die Tourenzahl hat. Ich da reinbauen, jetzt geht die ganze Hose eigentlich so aus. Ja. Hine, ich lasse vorne lasse immer etwas mehr, ich tue nie ganz in die Mitte. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Das hat einen Grund, das zeige ich dann noch später. So, jetzt habe ich die Tiefe hier. Und jetzt tue ich hier außen rum mit der feinen Säge sauber winklig abschneiden und dann ergibt eigentlich der Teil, der da drin ist, ergibt mir einen Zapfen. Und den Zapfen tue ich dann hier mit einem 20er Bohrer, tue ich den hier reinbohren und dann passt, da habe ich, das noch aufnehmen. Also eben, das ist die andere Geschichte, wie man das machen kann. So, sollen wir da schnell schauen, wie tief dass wir das haben. Da einen Bleistift. So, das zeichne ich hier an. Ich habe den Bleistift an. Der Bleistift, das messe ich hier. Da habe ich 22. Also mache ich hier anzeichnen auf dem Stick. Tick, 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 tick. Und gehe hier ein bisschen näher ran. Dann sehen wir es besser. Entschuldigung, die Wacklerei. So, da 20. So. Wackelhand habe ich heute. Zu viel Kaffee getrunken, glaube ich. So, gut. Pinzägeli. Ding dong.
Hast du da, haben da ganz, ganz feine. Also. Ja, bin dann schon dran. Ganz durch. Zack, jetzt geht das weg. Und ihr habt hier wie einen Dübel. Das Loch da drin ist nachher kein Problem. Das lassen wir einfach sein. Da kann man ein bisschen Limit drücken. That's it. Und der hat jetzt genau 20. Da ist jetzt ein bisschen franselig, das spielt keine Rolle. Da kann man noch schleifen. Machen wir noch ein bisschen Kosmetik schön. Mit einem scharfen Schleifpapier, und zwar habe ich das auch schon gezeigt. Da könnt ihr einfach auf dem Schleifpapier mit Kontaktkleber oder mit Schuhgau könnt ihr das da Schleifpapier auf ein winkliges Hölzchen draufkleben, und dann habt ihr immer eigentlich eine winklige, schöne Schleifkante. Und so etwas könnt winklig anschleifen. So. Gut. Noch ein Schleifpapier. Ein 150er nehme ich jetzt da. Sind da die grusigen Bleistiftstriche, die ich vorher daneben habe, gemorkelt habe, sind dann weg. Da wird sie irgendwie nicht da, das ist so franzlig da. So, jetzt. Zack, bumm, und der Noppen ist schon tutti. So, jetzt tue ich euch schnell auf Pause schalten, bohre hier ein Loch, da wisst ihr wie, und dann zeige ich euch dann nachher, wie das geht. Jetzt müsst ihr darauf aufpassen, jetzt habe ich hier natürlich 20 gemacht, oder? Das Ding ist aber, mein Klötzchen ist aber nicht 20. Seht ihr, das kommt da oben raus. Also ich gebe etwa die Hälfte oder zwei Drittel, und etwa 15 mm. Schneide ich jetzt den Zapfen ab. Und mal ein bisschen schauen drauf. So. Gerade abschneiden. Wunderbar. Zack, das ist der ganze Kerzi. Da aussen die Kante nehmen, dass der Leim nicht gerade abstreift, und dann über den ganzen Stick dann nachher mit dir nimmt. Ah, wunderbar. Jetzt sieht das nachher eigentlich so aus. Gut, machen wir schnell Pause, ich bohre das Loch und dann geht es nachher weiter. Zack, zack, zack. So, ich habe das Loch gebohrt. Zack. Wunderbar. Die Rundung nehme ich gegen den Handballen. Ja. Also, ein paar Platten anlegen, so wie es muss.
muss man hier die Kante noch ein bisschen rund machen. Noch ein bisschen abschaffen. Das müssen wir ein bisschen am Stick anpassen. Aber es sieht einfach schöner aus. Ein bisschen ein Fass drauf haben. Aha. So. Also, ist ganz gleich. Jetzt, Paddel. Sehen wir dort unten das Paddel anlegen, dass er auf das Paddel eigentlich so zeigt. Da liegt es gerade auf, da tue ich jetzt leicht beschweren. So, jetzt kann sich so nicht mehr drehen. Jetzt haben wir schön gerade Linie und jetzt können wir den einfach da herlegen, nachher da drauf leimen. Zack. Und dann ist der genau ausgerichtet zum Paddelblatt. Ha? Parallelisiert. So, that's it. Das könnt ihr machen mit dem Schaumleim, mit dem Bordleim. Ich habe da, wenn ich viel brauche, ist eben hier Tightbond. Da gibt es verschiedene, 3, 4 verschiedene Sachen gibt es da. Sind geile Flaschen, man könnte fein leimen, kostet nicht viel. Könnt ihr über mich haben, müsst ihr mich aber anfragen. Er ist nicht ganz billig, aber er ist extrem ein guter Leim. Und es gibt dann in verschiedenen Konsistenzen. Das ist jetzt der Original, das ist einfach wie ein Weissleim. Ganz normal, das ist ein Profileim. Dann gibt es den Premium. Der ist wasserfest, der Original ist bedingt wasserfest, der da ist wasserfest, der blaue, der Premium, also das ist Tightbond 2. Das ist einfach eine andere Flasche wie die. Und dann gibt es noch den Ultimate, der Wood Glue, der ist auch, der ist jetzt wirklich, der ist hochwasserfest, da könnt ihr richtig extreme Verbindungen machen. Und dann habe ich noch einen, mit dem mache ich jetzt das hier. Den hole ich jetzt noch schnell. So, ah, den müssen die hineinholen. Dann gibt es noch den PU-Leim, den Polyurethan Multi-Surface Glue. Das ist sehr wasserfest. Also da könnt ihr, ich tue die Leischplatte und dann die Lüfterplatte mit dem einleimen. Der hat eigentlich die Eigenschaft, wie wenn ihr Epoxy nehmt. Geht einfach viel schneller, schäumt auf. Er ist dunkel, also bei hellen Hölzern hat er einfach einen dunklen Rand. Aber ist ein extremst genialer, wasserfester Leim. Muss man drauf ankommen. Da gibt es in verschiedenen Gebindegrössen. Das ist jetzt 355 ml. Da gibt es aber auch, da gibt's auch in klein. Wenn ihr nicht so viel braucht von dem, kauft einen kleinen, eine kleine Menge, weil der trocknet noch gern schnell aus. Also wenn ihr den einmal in einem warmen Raum habt, dann mag der nicht so verleiden. Ich tue den ja auch immer so lagern, dass ich da unten nicht ewig dort die Nase zu habe. Ist eigentlich gleich wie beim Bordleim. Bei denen spielt es keine Rolle, weil durch die haben so einen Schiebeverschluss. Ist genial gemacht. Und wenn ihr jetzt hier Leim braucht, zack, dann geht ihr da leicht, zieht das zurück und dann zieht ihr den zurück und dann hat ihr da so ein Mittelteil, wo dann der restliche Leim wieder rausstößt. Der ist immer hundertprozentig dicht. Und das hier oben drin, das trocknet nicht ein. Also könnt ihr auch später wieder brauchen, könnt ihr Weissleim rein tun oder sonst. Es gibt auch. Für jemanden, der jetzt etwas verliert. Dann hier die Riesenkübel.
Das ist, glaube ich, Galone. Ja, das ist eine Galone. 3,785 Liter. Mega coole Sache. Was der grosse, extrem coole Wahnsinn ist, bei dem Wasserfesten zum Beispiel, das ist bei allen so, aber beim Wasserfesten ist es so, was mich, wie sonst, der Leim, der könnt ihr, wenn er noch feucht ist, könnt ihr den mit dem Lumpen und ein bisschen Wasser abputzen. Und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Spachtel braucht oder einen Pinsel, dann könnt ihr den unter dem Wasser könnt ihr den ganz, ganz sauber bringen oder den wieder her. Außer bei dem, der PU, der ist einfach der verklebt. Da müsst ihr mit Aceton oder mit Verdünner dahinter. Aber bei allen anderen, Weisslim-Basis hier vom Tidebond, könnt ihr schön mit Wasser waschen. Es gibt von denen noch einen Tidebrush. Das ist so etwas da. Ist eigentlich nichts anderes, wie es die Silikon-Pinsel gibt fürs Grillen. Ja? Wo ihr immer wieder waschen könnt. Der ist noch cool, der hat da so einen harten Spitz. Ist da vorne wirklich gemacht für Leim. Bei dem ist lässig, ihr könnt einfach, wenn ihr ihn gebraucht habt, könnt ihr den Leim müsst ihr nicht auswaschen, lasst ihr es so sein, wenn er nicht so verschmiert ist. Und dann, wenn es getrocknet ist, zack, das ist alles Silikongummi da vorne, könnt ihr das einfach ab und dann ist der Leim, den ihr dran habt, wieder weg. Noch eine geile Sache, ein cooler Stick zum Arbeiten, zum Leim angeben, lohnt sich. So etwas, wenn man so etwas will, aber das sind dann einfach nur für Flächenverleimungen oder sonst irgendwie. So. Da habe ich dann einen Haufen Fremdwerbung gemacht. Aber gute Sachen muss man weitertragen. Und es ist mir wichtig, dass ihr wisst, welches Material ihr verwenden sollt. Und dann macht das auch. Dann habt ihr Spass und ihr habt eine super gute Qualität, die verhebt. Und alles andere ist einfach ein Pipifatz. Kaufen nicht irgendeinen Leim im Jumbo oder sonst irgendwie. Es ist. Da müsst ihr, es gibt in der Schweiz Farbo. Golano, das sind namhafte Firmen, die viel Geld in die Entwicklung stecken, wo ihr auch zum Beispiel ein Datenblatt habt, wo ihr nicht dürfen leimen damit, wo es nicht verhebt. Und das ist einfach wichtig. Und da habt ihr bei diesen Billigleimen das nicht. Und seien wir ehrlich, auf den Leim, mit dem Leim steht und fällt. Das ist wie mit dem Epoxy, das ist wie mit dem Lack. Wenn der 2-3 Stutz mehr kostet, ist es scheißegal. Aber es hebt. Es hebt und es hebt nach 20 Jahren noch. Und das ist wichtig. So, jetzt tun wir hier schnell klicken. Ich könnte jetzt auch den Wasserfisch nehmen und das hier pappen. Absolut kein Problem. Aber durch das, dass der eben schön aufschäumt, ist der für die Verleimung jetzt hier einfach besser. Nase weg. Da müssen wir nicht sparen, das ist mir gleich. Das tue ich nachher dann mit dem Messer. Der Vorteil, wenn ihr da jetzt überall gerade Leim dran habt, euch das richtig schön zupappt, dann ist es ja auch gerade gegen das Wasser geschützt. So. Und da ja da nichts ist, nur einfach immer Leim in ein Loch reinlaufen lassen. Da braucht ihr einfach immer irgendeinen kleinen Fitz. Und ihr müsst überall den Leim verstreichen. Das ist wichtig. Nicht einfach nur ins Loch reinlaufen lassen und einen Klumpen haben. Es muss wirklich überall angenetzt sein. Das Holz muss getränkt sein mit dem Leim. Gerade jetzt bei einem PU-Leim, wie es da ist. So, ich nehme da noch ein bisschen raus. Und tue da noch ein bisschen rein. Und die Brillo anlegen. Hast du Kotzen? Immer Brillo.
Da lasse ich das nur eine ganz feine Schicht. Da dran ist. Auf der Fläche. Dann haben wir hier nämlich doppelt abgesichert gegen die Feuchtigkeit. Klar, das Ganze wird ja dann noch mit der Epoxy gestrichen. Dann geht das hier, der Fitz. Das ist auch so etwas, da muss ich auf die Seite legen. So, jetzt herlegen. Das Paddelblatt. Ein bisschen drehen. Rein drücken. Geil. Einfach geil. So, Papierkleber habe ich auch schon vorgestellt. Mega coole Geschichte. Der hat bei mir eigentlich das Panzertape hier abgelöst. Muss ich wirklich sagen, weil ich brauche es nicht mehr. Ich brauche nur noch den. Macht für mich einfach, habe ich die bessere Erfahrung gemacht. So, jetzt tun wir da mal Druck geben. Und das Schöne ist natürlich, an dem Papierkleber, ihr seht hier durch. Ihr seht, er ist ganz leicht transparent und man sieht damals, ja, drückt es raus oder nicht. Jetzt sehe ich hier gerade etwas, wo mir nicht so passt. So. Und wenn ihr es zu kurz habt, so wie ich jetzt, dann könnt ihr hier einfach anhängen. Auf dem Klebeband. Hoppla. So. So, jetzt sieht die ganze Chance nachher so aus. Ding dong! Geil, oder? Da lasse ich jetzt eine Stunde trocknen. Kann ruhig rausdrücken, aber verputze ich nachher. Epoxy-Anstrich drüber zweimal. Feinschleif, einen feinen Zwischenschleif. Und dann ist der Fisch eigentlich gegessen. Viermal lackieren mit dem, unserem speziellen Bordlack, den wir haben. Wo ich ja extra aufmischen lasse, dass es mehr UV-Blocker drin hat. Und dann haben wir eigentlich ewige Zeiten. Haben wir ein Paddel, das wir selber gemacht haben. Wo verhebt, wo wir einfach wo wir auch mal im Wasser liegen lassen, wo überhaupt nichts passiert. He? Und es ist Holz. He? Und ich habe es selber gemacht. Also, euer Woody. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video. See ya. Ciao, ciao.